Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Isshade auf alles furchtbar kommentiert. Ja, mit mir, dem Daniel. Wir sind immer noch im Startgebiet. Naja, wenn man das das Startgebiet nennen kann, wenn unser Schiff nicht eigentlich Startgebiet war, das ja schon untergegangen ist. Beim letzten Mal haben wir den Turm besucht, in dem so ein alter Einsiedler, der Assad, gelebt hat. Das hat nichts mit dem syrischen Machthaber zu tun. Ja, der hat ein bisschen ein stilles Gesicht, der Kollege. Hat sich deswegen lange nicht aus dem Turm rausgetraut. Wir haben ihn jetzt dazu bekommen, glaube ich. Und jetzt können wir, denke ich mal, auch in der heutigen Folge mal uns ein bisschen außerhalb des Kaffs hier umschauen. Ich habe jetzt überlegt, ob das ein Porzellanhuhn ist oder ob das ein echtes Huhn ist. Es ist ein echtes Huhn. Also ein echtes Pixelhuhn. So, genau. Das heißt, ich wollte mich jetzt mal so ein bisschen hier umschauen, was eigentlich noch so außerhalb der, ja, außerhalb der Grenzen des Dorfs hier ist. Deswegen, wir gucken mal, wo uns der Weg hinführt. Wir haben auch, glaube ich, keine Karte oder so. Also tatsächlich, wir sind hier so ein bisschen blind unterwegs. Auf jeden Fall, genau, das sind Stecken oder Bretter. Die brauchen wir dann, denke ich, auch, um nochmal neue Leinwände zu bauen. Und wir haben beim letzten Mal noch eine Quest bekommen, diesen einen Patron da noch zu malen. Das konnten wir bisher nicht tun. Und das ist doch, glaube ich, auch noch was zum Looten, ne? Da haben wir doch beim letzten Mal... Oh, ein Tierchen. Eine Ratte, eine super. Da können wir was looten, da können wir was looten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber wir nehmen es mit. Wenn wir es looten können, das ist früher oder später wichtig. Ah, das ist der Weg zum Turm, ne? Ja, genau. Da waren wir ja schon. Also beim letzten Mal haben wir die große Turmfolge gehabt. Das heißt, wir können da eigentlich auch wieder querfeldein zurück zu der Brücke. Oder wir laufen mal diesen Trampelpfad da entlang. Der Adlindorf, okay. Das ist hier wohl mal überschwemmt worden, so wie es aussieht. Bretter, Stoff, Kerzen. Moment, wir looten erstmal, bevor wir hier lesen. Oh, da ist noch mehr zum Lesen. Okay, ich glaube, wir haben alles gelootet. Dann ja, gibt es hier eine kleine Geschichtsstunde. Neida, die Wasserfüchsin. Celius breitete seine Decke an einem sonnigen Fleckchen aus. Seine Wasserfüchsin Neida schnüffelte auf der Suche nach einem Nest voller Eier in der Gegend herum. Da sein Magen knurrte, zog er einen Beutel glasierter Kekse und etwas Bärenwein aus seinem Rucksack. Neida heulte aufgeregt. Sie hatte ein Nest gefunden. Mit einem ordentlichen Knirschen knackte sie ein Ei und leckte den Inhalt heraus. Bevor sie die Schale beiseite schob, Celius zog seine Grimasse, als sie sich an das zweite Ei heranmachte. So bezaubernd er Wasserfüchse fand, an ihre Essgewohnheiten konnte er sich einfach nicht gewöhnen. Eigentum von Julia Grauflügel. Es regnete seit mehreren Wochen, tonnenweise Wasser in einem nicht abreißenden Strom. Unser Zuhause steht voller Eimer, um die Tropfen aus den immer mehr werdenden Lecks aufzufangen. Wie sehr ich mich nach einem klaren Himmel sehne. Das unaufhörliche Tropfen raubt mir jeden Schlaf. Es ist eine Katastrophe passiert. Kurz nach der Sonnendämmerung letzte Nacht sind die Rotfedern von einem Echsen und Knarzen aufgewacht. Sie haben ihre Kinder gepackt und sind herausgerannt, gerade noch rechtzeitig, bevor ihr Haus von einem Stelzen gekracht und ins Flussbett gefallen ist. Madame Bäckerin hat angeordnet, dass wir ganz Lündorf evakuieren sollten, bis wir Gelegenheit bekommen, unsere Häuser gegen die Fluten zu wappnen. Oh, schreckliche Nachrichten. Und das nur einen Tag, nachdem wir unser Verlassen und ein Lager auf dem Hügel aufgeschlagen haben. Unser gesamtes Dörfchen ist der Hang bergab und in den Fluss gerutscht. Fast die Hälfte des Hanges ist vom Hügel gebrochen und hat unsere Häuser mit sich gerissen. Was für ein schreckliches Unglück uns dieses Wetter gebracht hat. Ja, also, ich glaube, langfristig sollte man hier wirklich nicht wohnen. Kann ich hier... Oh ja, ich kann hier sogar runter. Können wir uns hier ein bisschen die Stelle anschauen. Töpfe.
Und ich vermute mal, da geht's jetzt wieder zum alten Turm, ja. Genau. Okay, der Fluss hat sehr interessante Grenzmarkierungen. Das ist zu tief. Na gut, da darf ich dann wohl nicht hin, ja. Gibt ja auch Ecken, wo ich nicht hin darf. Ja, das ist dann wohl die eine Hütte, die abgestürzt ist. Bitte. Noch mehr Bretter. Die hier alle ihre Kisten da liegen haben lassen. So, Pfand gab es wohl noch nicht, ja? Für Pfandkisten. Kistenpfand, so rum. Dann schauen wir uns doch noch ein bisschen um hier. Da rechts ist noch eine schöne Brücke. Da möchte ich jetzt auch noch mal hin. Ist jemand? Ein Angler. Ist hier eigentlich noch? Nur Holz. Well, hello there. Newcomer, are you? Trying to get across the bridge, I guess. I hope you've got the glowstones for it. It's not free, you know. The rule is you pay once and you can use it as much as you'd like. Ah ja, deswegen haben wir ja auch quasi diese Kohle bekommen, ne? Ah, mate, I'm a fisher. I catch fish, I cook fish, I sell fish. You know, but mostly what I do here is fish. Sometimes I like to visit town, but not very often. What's all that you're carrying? Looks heavy. Are you some kind of painter? Ja. You know what? Maybe there's a way you can get the ghost stones out of me after all. There's a gazebo in Lindau. Real pretty spot. Maybe you've been there. Anyway, I'd like a painting of that view. Das können wir arrangieren, denke ich. The gazebo is easy to find. It's just behind the inn. And I want the painting from the gazebo, not of the gazebo. It's the view, not the building, if you get my meaning. Come fish and fighting today. So, das heißt, wir müssen nochmal vom Pavillon was malen. Oh, da hinten ist ja auch so eine schöne. Sieht aus wie so eine Hobbithöhle. If you're still willing to paint that gazebo view for me, remember, the gazebo is just behind the inn. Do you round? Aber sehr spezifisch war der Kollege jetzt ja nicht. Ja? Also er möchte Aussicht vom Pavillon, aber nicht in welche Richtung. 60? Kann ich das überhaupt bezahlen? Ja, nee. Okay, das ist ja mal sehr interessant. Das heißt, so schotten die quasi ihre Areale auf der Insel ab. Also im Spiel. Dass man hier bezahlen muss. Okay. Und dann ist unsere Arbeit sozusagen immer, dass wir das Zeug, also was ist immer, aber halt jetzt für den Moment, ne? Dass wir halt quasi die Kohle zusammenbekommen mit Malereien, um dann eben weiterreisen zu können. Na, wen haben wir denn hier? There's nothing like a good book on a day such as this. Actually. Books are the perfect way to spend any day. Do you enjoy reading? Ja, hin und wieder, ne? I'm glad to hear that. Perhaps I can share my favorite books with you sometime. My favorite books are the ones that inspire me to write myself. How about you? Ja, aber ich schreibe ja nicht so gern. I see. We creatives, me a writer, you a painter, we've got to stay inspired. Best way I've found is to drink many, many cups of tea. Always gives me a boost. Speaking of writing, if you find any feathers around here, I'd happily buy them. I'm constantly losing my quills. I figure 3 should do it. Wir haben zufällig welche dabei. Oh, wonderful. Hopefully this is enough to last me a while. Thank you very much.
I do hate scouring the forest floor for these. If you find any more, I'll pay you one glowstone apiece. Is there something else? Hier dann verkaufen. Wie viele habe ich denn von den Dingern? Eine noch? So, jetzt habe ich keine mehr. Okay, Moment, haben wir nochmal? Wir können ja mit dem nochmal reden hier. Gehen wir nochmal alles durch hier. Lindau used to be right on the river, until a mudslide destroyed most of the town. After that, the townspeople relocated to the coast. That building was part of the original town of Lindau. I heard a ghost has taken up residence inside. Naja, fast. If you're interested in an adventure, it's a lovely spot for a nighttime stroll. Haben wir schon gemacht. Many of the folk from old Lindau moved there after the mudslide. The library there is of a historic note. Ah, that would be Azad. A brilliant, brutally honest, and highly misunderstood man. Undoubtedly too curt for his own good. Perhaps that's why many Lindau folk found it difficult to maintain amicable relations with him. That's where I live, when I'm not camping. My house was the only thing standing after the mudslide. Ah, das ist... Okay, in der Hütte waren wir schon. Da haben wir ja auch ein bisschen was mitgenommen. Ich glaube, ich habe dein Haus gesehen. I'm certain you did. Did you manage to take a peek inside? Vielleicht. Ja, der Vorhang war offen. Oh, good. I hope you found something to read that was of interest to you. So, haben wir den doch auch abgeklappert. Was ist denn da? Seilbahn? Das sieht nicht aus wie eine Seilbahn. Da wird man wohl noch mal früher oder später hinkommen. Das heißt, der Fluss ist so eine Art natürliche Grenze, da kann ich jetzt wohl nicht durch hier. Oder? Ja, genau. Da ist Finito. Heißt, wir können uns die 60 Penunzen hier nicht sparen und einfach mal durchs Wasser warten. Da war eine Feder. Aber ich glaube, das Spiel hat zumindest mal keine Taschenbegrenzung. Ich habe zumindest auch noch keine Truhe zum Ablegen gesehen. Ich habe auch das Gefühl, so allem... Ach nee, das ist jetzt wieder die Eklipse, die jetzt auftaucht. Ja, genau. Die ist ja sozusagen jeden Tag dann. Da haben wir schon ein Bild für die Gastwirtin gemalt. Und da wir jetzt ja gleich wieder am Pavillon sind, können wir auch den... vom Pavillon aus nochmal eine Zeichnung machen. Hm? Achso, das ist jetzt eine Hauspflanze, die kann ich nicht looten, ja, die gehört wohl jemandem. So, in welche Richtung möchte er denn jetzt? Ne? Also ich bin jetzt hier im Pavillon. Ich würde sagen, das ist der Pavillon, ne? Aber was möchte er denn jetzt gemalt haben? Ich meine, eine von der Eklipse haben wir schon. Wir malen jetzt mal hier ein bisschen den Strand. Brauchen wir jetzt aber erstmal wieder eine Leinwand. Ja. So ist doch, glaube ich, ganz schön. Kunst zu den Fischer. Das hat wohl auch schon funktioniert, ja. So, dann machen wir uns doch gleich mal auf den Weg. Hatte ja nicht nur einen schönen Ausblick, sondern hat auch gleich eine schöne Lichtstimmung hier mit eingefangen bekommen. Ich würde sagen, wir sind doch nicht ganz so unkreativ. Und ich muss immer wieder betonen, ich bin sehr froh, dass ich hier nicht selber den Pinsel anlegen muss.
Sonst würde das ungefähr so ausschauen wie die Zeichnung da am Dock da unten. Vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Komme ich mit der eigentlich? Ah, Moment mal, da ist ja auch noch Fetzen. Alles meins. Was nicht angenagelt ist, gehört mir. Das ist klar. Jetzt laufen wir gleich nochmal zu dem Fischer. Mal gucken, ob er sich für unser Gemälde schon erwärmen kann. Und dann will ich zu dem Hobbithaus, auf jeden Fall. Wenn dann die Kohle reicht, dann. Well, looky here, you've gone and painted the gazebo view. Are you willing to sell it? Ja, macht 60 von den Kohleteilen hier. How about what? I've got myself something fancy. Come fish and fighting today. 25, Moment, das könnte ja gerade reichen, oder? Thanks again for that painting. See you around. Ich glaube, das reicht mittlerweile. Schauen wir mal. Tada! Und schon ist die Bürger frei. Dann suchen wir uns mal das Hobbithaus. Ein Fahrrad haben die hier auch. Na, guck mal, ein Mietzi. Wir räumen hier sogar ein bisschen auf, ja. Also wir sind auch sogar hier noch Putzdienst. Ein Wegweiser durch East Shades Botanik, dritte Ausgabe. Crassula natantis, gemeinhin als Blütenbeutel bezeichnet, ist in der Lyndro-Region von East Shade einheimisch. Die Blüten des Blütenbeutels sind komplett geschlossen und gefüllt mit einer Mischung aus Luft, zähflüssigem Harz und Samen. Ausgewachsene Blüten fallen zu Boden und brechen auf, dabei werden die Samen verteilt. Nach korrekter Verarbeitung kann das Harz als Blütenbeuteltee konsumiert werden. Die Haut der Blüten färbt sich nach dem Ernten, wodurch sie sich hervorragend als Schwimmkörper verwenden lässt. Aha. Komme ich hier rein? Tatsächlich. Onurs Haus. Und wo war jetzt der Ring? Der war jetzt, glaube ich, schon im Kaminfeuer in einem kleinen Briefchen da, ne? Aber der ist schon verkokelt. Oder Gandalf hat ihn schon mitgenommen. Man weiß es nicht. Meins, meins, meins. Ja, das ist hier wohl ein, ich will nicht sagen Biologe, aber jemand, der sich hier mit der Natur ein bisschen auskennt. Ah, guck, da ist er doch, oder? Ist es der? Der Onur? No, hello there. Mind the plants underfoot. What can I do for you? Was treibst du denn so in East Shade? I spend a lot of time studying and documenting new plant life. Just yesterday, I believe I discovered a new sort of lily pad. We've got great plant diversity, and I can always get imported teas from the storehouse. We've also got more wild bloom sacks than anywhere else. I like to go walking over there. It's nice to take in the sea air from time to time. Müsste hier nicht überall Seeluft sein? Die Insel scheint mir jetzt nicht so groß zu sein. Nur wir sind zumindest nicht sonderlich weit vom Strand entfernt. Believe it or not, I've never been. I'm not sure Bojan would care much for the bustle. As far as I know, he left Lindau a long time ago and never returned. Unfortunately, he and I did not get along terribly well. It was destroyed such a long time ago. I was only a child, so I barely remember what it looked like. Mind the plants underfoot! Entschuldigung. So, jetzt sind wir auch schon fertig mit dem Onur. Dann können wir den
den kleinen Weg hier mal. Der ist so schön einladend. Oh, Moment, wen haben wir denn da? Ist der ein bisschen auf Drogen gerade? Bojan. Geht es dir gut? Worauf sitzt du da? It is a broomstick, Ralph. Hast du das gebaut? Er ist sehr kurz angebunden mit seinen Antworten. Zeigst du mir, wie das geht? I might, but only if you meet the right requirements. Und die wären? My only requirement is that you be my friend. One of my best friends, to be exact. Also vielleicht sollten wir uns erstmal ein bisschen besser kennenlernen. I understand. Quite reasonable. Let us begin learning about one another. Na gut. Is your favorite color orange? Was? Or yellow? Keine von beiden? I see. Now, if you had to choose between eating slugs or cakes, which would you eat? Ich glaube, Kuchen wäre mir lieber. Maybe I can make you some slug cakes. This next one will be tricky. If you saw a frog stranded all alone on a lily pad, what would you do? Leave him alone. He knows what he's doing. Ist das nicht normal für Frösche? Just because it's normal doesn't mean it's acceptable. Please, consider how the frogs feel about it. I feel as if I have come to know you very well. Would you agree that we can be friends now? Sag mal, wir sind ja nicht auf Tinder, wo du einmal nach rechts wischst und dann hier gleich mit mir in die Kiste springen kannst. Naja, gut. Oh, wondrous. Here, now we can sit on rafts together. You'll need some twine to keep it all together. I don't know how to make that, but Owner has a lot of it. Danke, Bojan. Dann gehen wir gleich mal zu Onur. Wax. And that's very hard to find. Sometimes the stale candles. But don't tell Owner. Ja, stimmt. Das haben wir ja eigentlich auch schon gemacht, ne? Wir haben ja auch ein paar so Kerzen mitgehen lassen. Heißt, wir müssten ja ein bisschen Wachs müssten wir an sich auch schon haben. Hello again. I overheard your conversation with Bojan. He'll be so excited to have you as a friend. He's a very special individual. There's no one who loves rafting as much as he does. Though he can be difficult at times, he's a kind soul. I appreciate your cordialness. Wie kann ich Schnüre herstellen? Ah, a blossoming botanist, I see. To start, you'll need some roots. You can find them at the bases of trees. I can show you how to make twine, but it is a process. I see you're a painter. I would so love some artwork in my home. I'm quite partial to sandy beaches. What do you say? If you make me a painting, I'll teach you how to make twine. Quid pro quo. Das heißt, wir müssen uns irgendwo einen Sandstrand finden. I look forward to seeing your work. So, das haben wir ja schon alles. Okay, dann... Mind the plants underfoot. Moment mal, habe ich jetzt die Möglichkeit hier... Bücher, Getränke. Bitte. Genau, da könnte ich mir ein Floß bauen. Aber da brauche ich jetzt Schnüre und Dichtmasse. Na, das kann ja spannend werden. Ich würde sagen. Da schauen wir uns mal hier noch so ein bisschen um. Oh, da kommen wir nämlich auch gleich zur nächsten Hütte, wie es aussieht. Das sind dann wohl die Wurzeln. Kann ich die ganze Zeit schon looten oder eben erst jetzt? Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Drücke immer nur, wenn ich ein Symbol sehe, drücke ich einfach auf Einsammeln. Annikas Haus. Da hinten ist noch was. Da kommen wir noch hin, das will ich noch looten hier. Und noch wieder Bretter. Ja, wenn die Annika nämlich Bretter draußen lässt, dann können sie nämlich ganz schön uns. So, Annika. Dann zeig mir doch mal deine Gastfreundschaft, lass mich eintreten. Guck mal kurz weg, Annika.
Oh, jetzt kannst du wieder gucken. Also hier kann er nachts auch wieder einfach einsteigen, der Bock hat, oder? Also Fenster hattest du ja keine. Aber gut, wahrscheinlich kennen die das hier nicht, ja. Baguette. I saw some birds flying around a few nights ago. They were so graceful. I especially like the ones that do this. Ooh, ooh. What a fun way to talk. Ooh. Aha, mhm. Fancy, fancy city folk, but they do buy my pots. Das heißt, sie macht Krüge, aber sie kann sie jetzt nicht auf Krüge ansprechen. Gut, dann gucken wir mal, ob wir Nama noch finden. Also da müssen wir uns. Oh, da ist noch eine. Was ist denn hier? East Shade Black Sussel. Do not pick pluck or pull. East Shade Schwarzdistel. Unter strengsten Naturschutz. Pflücken und Abreißen verboten. Naja, okay. Für einen Moment halte ich mich dran, weil ich sie sowieso nicht looten kann. Wo geht's hier lang? Nach Lindo, dann nach Nava. Dann machen wir doch jetzt erstmal die Hauptstraße weiter. Das da oben wird wohl Nava sein. Hm? Das Haus sieht auch sehr städtisch aus. Hat hier auf jeden Fall eine sehr beruhigende Klangkulisse. Oh, das ist doch der Baum. Der große Schattenspender. Das ist der Baum, wo die Mutter uns in einem Dialog davor doch erzählt hat. Den wir malen sollen. Ach, da ist sogar ein Baumhaus drauf. Kann man euch irgendwas Gutes tun? Ne? In Ruhe lassen, ja. Das ist sehr schön. Wo war denn hier der Berg standen, da vorne? Ja, also wenn das wirklich ein Schattenspender ist, der Schatten geht hier auch sehr, sehr weit. I'm pretty busy if you couldn't tell. Got all these trails to maintain, tourists to wrangle, animals to nurture, plants to relocate. I'll be lucky if I ever get to take another break in my whole life. Das machst du super. Well, thanks. I guess that's nice to hear. Although I don't see how you could know that. Oh, and I've also got to go rescue a stupid water fox. As if I didn't already have enough work to do. Was ist ein Wasserfuchs? Also wir wissen es eigentlich schon, aber... They're aquatic rodents, essentially. Like to live in watery caves. People think they're adorable, but in my opinion, they're just wretched. My responsibility here is maintaining the trails. That's why I was hired. These water foxes are a huge thorn in my paw, and they distract me from my real tasks. My partner was the one who took care of the water foxes. Now he's gone, and I have no idea to handle these animals. I've been trying to trap one all day. Tried every type of bait into the moon. Und wo ist sein Partner jetzt? He wanted to see the world. I don't blame him for that. But he could have at least left some instructions for taking care of these hard animals. Ja, warum genau brauchst du den Wasserfuchs? One of them mangled his foot and I was trying to administer some salve before it gets infected. Und nun? I've already wasted so much time trying to catch him. I really can't spend another day on this. I think it's officially a lost cause. Ja, was passiert denn mit dem Wasserfuchs, wenn wir nicht helfen? Yeah, he'll probably die. Oh. And his kids won't last long without him. Oh. I guess it's sad, but the trails need maintenance. Ich würde sagen, wir helfen da mal, ja? I'm not really supposed to let visitors get so close to the wildlife, but I guess it doesn't matter at this point. The water foxes are living in a cave, not more than 100 paces from me. Ich würde sagen, da helfen wir mal aus, ja. City folk. It's like they've never seen a trail before. Always trampling through the foliage like animals.
Okay. Ich notiere mir das mal als Quest, die wir uns in der nächsten Folge anschauen. Und wir sind schon wieder relativ nah am Folgenende. Ich würde sagen, wir schauen nochmal ganz kurz oben auf diesen Berg mit dieser Hütte. Vielleicht ist das ja schon Nava. Wenn ja, dann haben wir einen schönen Abschluss. Wenn nicht, dann, naja, dann haben wir das zum schönen Abschluss. Das sieht nicht nach Nava aus. Das ist eine einzelne Hütte. Falkenhorst. Okay. Ui, das gibt aber einiges an Inspiration hier, die Hütte. Angebaut wird ja auch, sehr kultiviert. Sehr schön. Ah, da ist noch was zum Looten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns hier vom Falkenhorst. Das soll es für heute gewesen sein mit unserer nächsten Folge von Eastshade. Wenn ihr mögt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann geht's weiter. Dann kümmern wir uns mal um die Familie Wasserfuchs. Würde mich freuen und dann in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Tschüss!